Da sind wir wieder mit dem ersten Video aus Kapstadt. Ja, wir sind gestern Abend um 10:30 hier in Kapstadt angekommen mit dem Flugzeug und wurden dann von einem Taxifahrer hier abgeholt und in dieses kleine Apartment hier gebracht, in dem wir die erste Nacht hier verbracht haben. Zeig das mal eben. Nichts Spektakuläres. Sachen sind schon gepackt, damit wir gleich zur nächsten Unterkunft können. Genau, klein, aber fein. Und wir hatten gutes Wasser endlich mal. Richtig gut duschen. Das war richtig gut. Wir sitzen hier gerade im Table Mountain Inn, unserer neuen Unterkunft. Wir sind halt ziemlich zu früh, ne? Viel zu früh eigentlich, das Check-in erst um 14 Uhr. Und es ist gerade, ich glaube, 10 oder so? Ja. Ja, kurz um 10. Ja, jetzt müssen wir noch eine Viertelstunde warten, dass das Zimmer dann aber schon fertig ist. Also gut. Zum Glück machen die das so schnell. Ja. Ansonsten hätten wir halt die Taschen hier liegen lassen und da wären wir schon mal losgegangen, ne? Die SIM-Karte holen. Ganz richtig. So, wir wurden jetzt eingebuchtet. Das ist unser Knast, Gemeinschaftsknast. Fehlt nur noch die Toilette im Raum. Aber guck mal. Man sieht ja auch wieder den. Ja, immerhin gut, guten Ausblick für den Knast, ne? Ist halt alles recht sicher hier. Ne? Alles gesperrt und richtig riesig. Also die Küche ist so groß, da gibt es wie viele Herde? 10? Vielleicht mehr. Sogar mehr? Mhm. Waschmaschinen und Trockner und riesige Dachterrasse und so. Krass, hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt, ja. Aber... So eine richtige Jugendherberge, ne? Also hier muss man nicht warten, wenn jemand anderes kocht. Ja. Das ist ganz gut. Ich glaube, das ist ganz cool, auch weil die Location hier super ist. Wir müssen mal getrennt schlafen. Ja. Ist ein bisschen merkwürdig, aber können wir hin, ne? Aber haben wir uns ausgesucht. Ja, und dann geht's gleich los in die Stadt und dann waschen wir mal. Frühstück holen. Frühstück holen. Frühstück holen. Hunger. Wir sind zurück von unserem Spaziergang durch Cape Town. Es war ganz schön lang, ganz schön warm ist es geworden. Und echt weit gegangen. Übelst weh gerade. Wir waren aber auch tatsächlich einkaufen und dachten, wir zeigen euch jetzt mal die Küche und generell alles drumherum und so weiter. Ja, weil wir müssen die Sachen jetzt einmal kühlen bringen. Let's go. Das ist der Essraum mit ein paar Mikrowellen, also wie im Knast, ne? Oder Militärschule, wie auch immer. Und hier haben wir einfach
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Herde. Ja, dann suchen wir uns jetzt hier mal ein schönes Spind aus, würde ich sagen. 14, 15, 16, 17 Herde. Wow. Das ist der Hauswirtschaftsraum, ne? Ne, wie heißt denn das? Ich glaube, das war hier mal eine Schule oder hier sind halt auch, hier steht irgendwas mit Students. Ja. Affordable Students. Housing, keine Ahnung. Geh mal in den Kühlschrank. Let's go. Das ist die Kühlkammer. Das ist nur kühl, ne? Nicht? Hier. Wir sind jetzt gerade in der Long Street. Laut dem Superdriver geht her. Das wird hier die Straße, wo die meisten afrikanischen Restaurants sind. Oder sehr viele Restaurants sollen hier sein, ne? Ja. Und das sieht echt ganz cool aus. Also, ja. Fett. Überall so ein bisschen bunt. Auf dem Weg zum iStore, um uns ein MacBook zu holen, weil wir nur auf dem iPad arbeiten und wir haben gemerkt, das klappt nicht so ganz gut. Also wenn er halt irgendwie Videos schneiden möchte, könnte ich nur am Handy sein und wir wollen uns ja vielleicht auch ein bisschen weiter aufstellen. Ja. Also wir glauben, es macht einfach Sinn. Genau, wir wollen halt viel arbeiten und dann brauchen wir halt auch noch einen zweiten Laptop, ist schon. Ja. Und deswegen wir uns jetzt holen, hoffentlich funktioniert das. Der Elefant sieht doch geil aus, ne? Hier auf der Straße Richtung Waterfront wird man zwischendurch immer wieder von Obdachlosen angesprochen, ob man dem was zu essen kaufen kann, den Geld geben kann oder so. Zwischendurch macht man das auch, aber man kann es halt nicht bei jedem machen. Auch das Kinder, die nach Geld und Essen fragen, das ist echt super traurig. Ja, aber leider können wir nicht allen helfen. Ja. Das ist echt super cool. Das ist echt so unmerklich immer noch. Guten Morgen, es ist 7 Uhr. Wir sind heute früh aufgestanden und direkt auf die andere Seite vom Berg gefahren. Wir sind nämlich jetzt auf der Meerseite und nicht auf der Stadtseite. Ja, ich bin jetzt schon ein bisschen aus der Puste und wir sind gerade 200 Meter gegangen. Naja, auf jeden Fall gehen wir jetzt den Castel Sport Hiking Trail hoch. Das wird ca. 5 Stunden dauern. Mal gucken, ob nicht länger oder weniger. Wahrscheinlich länger, wir werden sehen. Wir haben uns gut Proviant eingepackt, genug zu trinken, essen.
Und ich würde sagen, let's go! Let's go! Sehr krasse Akustik hier. Alter, du kannst verrückt werden bei dem Geräusch. Was meinst du, wie lange laufen wir schon? 20 Minuten exakt. So, jetzt circa 30 Minuten gelaufen. Bei den weißen Häusern da unten haben wir gestartet. Da. Aber so viel hat sich auch nicht verändert, ne? Naja, ein bisschen. Ein bisschen hat sich schon verändert. Kriegt zittrige Beine, wenn ich so nach oben filme. Ja. Natürlich. Kennst du dich doch. Wir machen jetzt eine Wasserpause. Ja. Wir haben beide circa 2,5 Liter mit. 2,5 Liter, wow. Hä? Ja, dann mach langsam. Hey, bevor irgendwas passiert, ganz langsam machen. Liebe Wasser. Lieb Wasser. Ach so. Liebe Wasser. Hi guys. So, wir waren hier gerade bei diesem schönen Aussichtsraum. Das war so cool. Erst hat Kevin sich nicht getraut, da hochzugehen, aber... Ich habe ein bisschen Höhenangst, ne? Ja, dann ist er doch mit hochgekommen. Wir haben vorher auch einmal kurz die Drohne steigen lassen, aber eben erfahren, das dürfen wir eigentlich nicht. Deswegen haben wir jetzt der Park Ranger. Ja, die schnell eingepackt und... uns gleich hier auf dem Weg. Dann wollen wir zum Cable Car. Genau. Das dauert 2 Stunden noch von hier. Einmal zur Gondel hinlaufen. Ja. Das kriegen wir wohl hin. Jetzt haben wir, glaube ich, eine Stunde Pause gemacht. Es ist jetzt... bisschen was gegessen, getrunken. Gleich 10 Uhr.
Jetzt ist die Sonne auch gut draußen, es ist richtig schönes Wetter, trotzdem halt windig, also angenehm. Ja. In diese Richtung laufen. Wunderschön. Das wird nochmal Marsch. Ja, aber das kriegen wir hin. Safe. Wenn wir hier hochgekommen sind, dann kommen wir jetzt hoch. Leute, das ist nichts für unsportliche Leute und wir sind halt von Sportlichkeit das untere Viertel. Es ist anstrengend. Man geht einen Berg hoch und auf einmal sieht man, man muss wieder einen Teil runtergehen und dann muss man wieder da hochgehen und ganz eventuell haben wir Glück und ist das da hinten. Aber wir wissen es nicht. Es könnte auch einfach nur so ein Punkt sein. Naja, mal schauen. 4 Stunden schon unterwegs. Ja. 4 Stunden. Aber es lohnt sich, ist geil. Das ist echt geil, ne? Können wir nur empfehlen für Leute, die Spaß dran haben. Macht das. Ja. Macht das auf jeden Fall. So, bis gleich. Hab euch lieb. Wir haben es geschafft. Endlich sind wir angekommen. Ja. Ein Träumchen. Jetzt sehen wir die andere Seite. Jetzt ist das Stadion ganz geil. Waterfront. Deiner Stadion. Das ist einfach herrlich. Das ist echt cool. Ja. Toll gemacht. Wirklich. Wir sind glücklich. Mega. Wir hoffen, euch hat das Video unserer Wanderung auf den Tafelberg gefallen. Hinter uns könnt ihr den perfekt sehen. Das ist das Tafeltuch, so nennt man das, wenn die Wolken sich da oben niedergelegt haben und das bleibt erstmal so. Wir hatten allerdings richtig Glück und schon morgens, als wir losgelaufen sind, war da nichts, kein Nebel, keine Wolken und so. Wir hatten die perfekte Sicht. Ja. Und falls wir es noch nicht erwähnt haben, wir haben den Castel Sport Hiking Trail für unsere Wanderung gewählt. Der war super anstrengend. Der war wirklich anstrengend. Ging insgesamt 4,5-5 Stunden. Wir haben aber auch zwischendurch längere Pause bei diesem Diving Board gemacht, wo wir tolle Fotos gemacht haben, einmal kurz die Drohne steigen lassen haben. Das war wirklich ein Traum. Also es hat sich voll und ganz gelohnt. Das können wir nur empfehlen. Wirklich? Und wenn ihr das auch sehr gerne machen wollt, macht das. Nehmt den Castel Sport, wenn ihr einigermaßen fit seid, so wie wir. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Eure Takatuka Venture. Bye-bye.